In diesem Video trinke ich Kaffee, filme völlig unerkannt, bedeutet rot, grün, treffe ich auf ein Loch im Boden, steht ein Shiva-Turm rum, fahre ich nicht durch Wasser, liegt Holz im Meer und kocht Dietmar. Schönen guten Morgen. Ja, ihr seht richtig. Hier. Sonne. Von da. Und genau das ist jetzt gerade mein Ausblick. Meer und Weite und Sonne und Blau. Der Spot hier, einfach gigantisch. Das Frühstück ist schon bereitet, die Daten am Überspielen. Ich glaube, ich esse draußen. Wunderbar geschlafen hier oben, absolut ruhig heute Nacht. Die Vans standen prima, Wetter top, der Blick wie gestern. Faszinierend. Ja, und da es hier auch schöne Bänke gibt, brauche ich nicht mal meinen Stuhl ausladen, sondern kann das Panorama hier beim Frühstück auf mich wirken lassen. Wow, also so morgens aufzuwachen, das ist schon fast unbezahlbar. Das Meer ist natürlich hier weg von uns, wir können nicht mal kurz hinlaufen. Aber der Blick von oben ist auch schon, wow, gewaltig. Sehr ruhiger Morgen heute, alle ziemlich tiefenentspannt, keiner, den es irgendwie irgendwo hintreibt. Wir sitzen hier auf der Bank, lassen uns die Sonne auf dem Pelz scheinen. Dietmar hat die Satellitenschüssel hochgestellt, liegt im Nest und guckt fern, oder was treibt der Bub? Müssen wir gleich mal klopfen gehen, glaube ich, und den rauszerren. Aber ansonsten alles easy hier, gute Stimmung, kann weitergehen. Wir verlassen einen wundervollen Spot und begeben uns jetzt in Richtung Pisa. Und wir dürfen wieder vorfahren. Wir sind die Vorfahren. Es geht bergab für uns. Wir fahren runter an die Küste. Alle müssen Schwarzwasser und Grauwasser entsorgen. Das steht also jetzt als erstes auf dem Programm. Und wenn wir das hinter uns haben, geht es im direkten Weg nach Pisa. Am Parkplatz haben wir uns mal rausgesucht, ob das wirklich aufgeht. So meine Zweifel, allerdings ist heute immerhin mal Montag und nicht Wochenende. Vielleicht hilft das ja, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Was auf jeden Fall mal feststeht, von dieser Seite hier kann man den Schlafplatz deutlich einfacher und leichter anfahren als über die Strecke, die wir gestern gefahren sind, als wir herfuhren. Breite Straße, easy, also überhaupt kein Problem. Ja, wir stehen hier an der Baustelle. Irgendwie ignorieren alle die rote Ampel. Was soll's, wenn die Italiener fahren, fahren wir auch. Wie ihr seht, wir zotteln auf der Autobahn rum. Das ist einfach der schnellste Weg von A nach B, auch wenn Landstraße natürlich gechillter wäre. Aber auf der Autobahn ist auch nichts los und die paar Euro kommt es dann auch nicht mehr drauf an, bei dem, was wir an Diesel verbrennen. Wir fahren zur Entsorgung, hoffen, dass die Entsorgung funktioniert. Die Tanks sind relativ voll. Und dann Pisa, Shiva-Turm. Ich bin sehr gespannt, ob unser Plan aufgeht. Bleibt dran, wenn ihr es sehen wollt. Wir haben übrigens Ligurien verlassen, sind jetzt in der Toskana. Ich glaube, ich bin das erste Mal in meinem Leben in der Toskana. Rechts brennen die Feuer, links waren bisher hohe Berge. Jetzt hügelt sich das so in diese Richtung ein bisschen aus. Und gibt so das typische Landschaftsbild der Toskana, bewaldete Hügel. Zumindest sieht es von hier so aus und ich habe das schon auf Bildern so gesehen. Ja, 12 Grad, alle happy.
Ja, immer wenn wir hier im Stau stehen, kommt die Ambulanz vorbei. Da willst du jetzt auch nicht als Ambulanz dich durchkämpfen müssen. Ich verstehe aber auch nicht ganz, warum sie nicht über einen Pannenstreifen fahren, ehrlich gesagt. Aber kenne mich damit auch nicht aus. Wir sind jetzt kurz auf die Autobahn Richtung Florenz gewechselt. Da gibt es eine Tankstelle, wo wir entsorgen können. Ich hoffe nur, dass wir dann nicht noch ewig in die Richtung weiterfahren müssen, weil eigentlich müssen wir dahin. Naja, eins am anderen. Entsorgen wir erstmal. Ah ja, die Entsorgestation ist auch direkt hier vorne. Ja, hier spannend aus hier, Loch im Boden. Da musst du dich halt gut reinzwirbeln. Schauen wir uns das mal an. Da muss man gut anziehen, dass man dir nichts kaputt fährt. Jetzt kommt der spannende Moment. Ist da Wasser drauf? Du erklärt uns die WC-Entsorgung. Ein kleines Wasserrinnsal, aber immerhin ein Loch. Ja, es wird gut riechen danach. Leicht braun werden, gut riechen und wir sind dann unseren Scheiß wieder los, immerhin. Edu, startet mal. Wir gehen mal weg. Ich gehe erstmal pinkeln, noch die Kassette richtig füllen, weil eigentlich nichts Ärgerlicheres als gerade entsorgt und wieder pinkeln müssen. Und wie ist der Unterschied zur Nugget-Entleerung? Irgendwie. Ist ein bisschen einfacher, man muss nicht das ganze Klo rausnehmen. Nur die Kassette, aber funktioniert gut. Ja, sind wir parat? Können wir weiter? Müssen wir, glaube ich, noch einen Kringel fahren. Kringel fahren, ja. Also, aufsitzen, Pisa ruft. Etwas leichter jagen wir jetzt wieder über die Autobahn. Wir müssen auch nicht mal zurück, sondern Google Maps gibt uns eine Route jetzt hier irgendwo rechts und dann durch die Pampa wieder zurück an. Jo, schauen wir mal, was das gibt. In Lucca führt uns Google von der Autobahn runter und in die Zahlstation. Ja, ist nicht schön. Zum Glück gibt es Kreditkarten. Ja, tut das nicht weh. Ja, wobei, weh tut es eigentlich schon, weil man muss sich jedes Mal so blöd drehen und wenden. Keine Vorlache. Mach die scheiß Schrank auf. Ja, ist gut. Gottverdammt, Schießdreck immer. Alle wieder beisammen nach der Mautstation. Haben uns wiedergefunden, funktioniert prima. Jetzt fahren wir Landstraße Richtung Pisa. Bisschen angenehmer als über die langweilige Autobahn zu fahren. Schönes Wetter, 13 Grad, fantastisch. Viel besser geht's, glaub gar nicht. Und Friedrich hier mit seinem Hut, ist der nicht schick? Echt der Knaller. Wir fahren jetzt hier den Berg runter in Serpentinen. Ist echt hier nochmal eine coole Strecke ausgesucht und ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich habe es, glaube ich, schon gesehen. Ein Blick auf den schiefen Turm, der da hinten im Dunst irgendwo steht. 8 Kilometer sind wir noch weg. Weit ist nicht mehr. Co-Pilot, kleine Wette. Wie wär's? Wetten wir um die Parkmöglichkeit. Ich sag, wir finden keinen Parkplatz. Willkommen in Pisa. Da hinten steht der schiefe Turm. Wieder noch, immer mal wieder oder so. Nicht viel Verkehr, komm gut vorwärts. 1,9 Kilometer noch. Bin gespannt, wo das endet. Ja, steht schon das erste Wohnmobil. Aber ich glaube, der steht da schon länger. Ja, bitte. Oh, Friedrich, halt dich fest. Du hast deine Mütze verloren. Nein! Wir sind hier gleich mal wieder ums Eck. Ich frage mich immer noch, ob das eine gute Idee ist, was wir hier treiben. 600 Meter noch bis zum Parkplatz. Friedrich, ja, jetzt guckst du. Weg ist sie. Kann dir jetzt auch nicht helfen. Hier ist übrigens Fußballstadion. Der Parkplatz gehört zum Fußballstadion. Deswegen haben wir so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass das funktionieren könnte. Gott, oh Gott, da ist der Turm hier schon. Da ist der Parkplatz. Ich sehe das Schild. Also, wir wären dann mal hier, ne? 75 Cent pro Stunde. Oh, und wir sind nicht die ersten Womos, die hier reinfahren. Interessiert auch keine Sau, dass wir hier reinfahren. Ihr seht, Weißwarer steht hier schon gut rum. Einweiser gibt's nicht. Und viel Platz auch nicht. Wir bräuchten Platz für 5.
So, der Ander hat einen Plan und meint, ich soll ihm folgen, also folge ich. Einer der Parkplatzwächter hat sich erbarmt und zeigt uns jetzt noch Platz für Fahrzeuge. Ich hoffe, er räumt sie dann nicht nachher auch aus, aber ich glaube an das Gute an die Menschen. Und Co-Pilot und Friedrich sind ja in den Wagen, also geht das schon. So, da sind wir. Das ist die Weißware, die vorhin reingefahren ist. Hier stehen wir super wunderbar. Mitten in Pisa stehen wir jetzt direkt am Stadion und hoffen einfach mal, dass die Vans nachher zumindest noch da sind und möglichst auch noch alles drin ist. Genau aus dem Grund wird jetzt hier bei Katja auch ordentlich umgeladen und mitgenommen. Bei mir ist der Rucksack auch voll mit Kameras. Im Fahrzeug selber habe ich noch ein paar Euro hingelegt. Falls einer reinkommt, dann kann er sich die gleich schnappen und ist hoffentlich zufrieden und gräbt nicht weiter. Wir laufen jetzt in die Richtung zum Turm. Ja, so ein richtig gutes Gefühl haben wir alle nicht, würde ich mal sagen, oder? Da kommen sie wie die Enten, ne? Oh, da ist er! Wie aus dem Nichts! Wir haben den Turm erreicht. Es war nie mein Ziel, hier zu sein. Aber eigentlich ganz lustig. Man kann da tatsächlich noch hoch wieder. Ja, da stehen wir jetzt. Hin wollte ich hier ja eigentlich nie. Dennoch bin ich hier und es ist auch ein ziemlich cooler Anblick, so ein Shiva-Turm. Und das ist nicht der einzige Anblick. Ja, nachdem wir jetzt den Turm gesehen haben, den ich eigentlich nie auf der Palette hatte, überhaupt mal anzuschauen, können wir jetzt so langsam auch wieder den Menschenmassen entschwinden und dahin fahren, wo es wieder ein bisschen ruhiger ist. So, Strand? Ja, gerne. Also, gehen wir. Flugstadt. Viel zu viel Rummel hier. Ja, zurück bei den Vans. Alles noch da, alles noch ganz. Weiter geht's. Und schon wieder unterwegs. Jetzt geht's zum Strand. Wir kommen der Sache näher. Es gab gerade ein Schild, Breite 1,90. Katja hat zu Recht gemeint, da passen wir doch niemals durch. Das könnte eng werden. Aber eine gewisse Toleranz ist da ja auch immer noch dabei. Spiegel können wir einklappen. Mal gucken. Ja, immer wieder wird das Schild mit den 1,90 wiederholt. Jetzt sind wir hier gerade an ein paar Parkplätzen schon mal vorbeigefahren, die man hätte auch beparken können. Aber wir wollen gerne noch ein bisschen näher ans Meer. Das ging jetzt mal noch eine ganze Weile geradeaus. Es sieht auch schon recht sandig aus. Ticket automatisch abbaut. Und rechts von uns ist Strand. Knaller. Angekommen. Jetzt brauche ich erst was zu essen. Oh, bin ich kaputt gerade. Ich mache mir mal den Reis von gestern. Und während ich warte, dass mein Essen fertig wird, kann ich bei den Nachbarn in die Töpfe gucken. Die haben mich gerade um meinen Reis erleichtert. Ist hier der Eindruck, dass wir kochen nur aus der Dose? Nee, ihr kocht auch aus dem Glas. Ich bin jetzt reislos. Ab heute ist Reis vorbei, gibt's Kartoffeln. Und da ist das Meer. Wollt ihr auch mal gucken? Soll ich euch raushalten? Ja, was macht man denn alles für euch, hä? Das dahinter ist das Meer. Hier vorne ist nur die Pfütze.
Bevor ich aber es ans Meer schaffe, muss ich erst was essen. Ich bin gerade ziemlich im Loch. Mein Reis, mein letzter Reis, sieht so aus. Und ist jetzt essbar, ja. Direkt aus dem Topf. Untersetzer ist da ganz geschickt. Bestimmt auch gar nicht heiß. Gute. Schön so mit Meeresrauschen. Oh, Gasherd ausmachen ist auch keine dumme Idee. Nach einer kurzen Futterstärkung schnappe ich mir meine Sonnenbrille. Die empfehle ich euch auch. Und dann geht's vor die Tür. Werfen wir doch mal noch einen kurzen Blick an den Strand. Und Katja kommt gerade schon zurück. Oh, 8 Vans. Vorsicht, Hund. Ja, mit dem richtigen Auto kann man auch durchs Wasser fahren. Da kennt der Italiener nichts. Einmal Felgenwäsche. Ja, da fällt dir irgendwie auch nichts mehr ein. Der andere zieht hier im Hintergrund weiter seine Kreise, wäscht seine Felgen und Gott weiß was noch. Und wir schauen jetzt mal zum Strand. Es sind ein paar hundert Meter zu laufen hier jetzt noch durch Sand. Der untergehenden Sonne entgegen. Da sind wir, fast an der Wasserkante. Und falls hier noch jemand Holz sucht, da liegt mal eine richtige Menge an Schwemmholz rum hier. Da könnte man sich jetzt bedienen, die Box voll machen und heute Abend ein schönes Lagerfeuer entzünden. Weiß aber nicht, ob ich den Rest der Truppe dafür begeistern kann. Das diesjährige Ziel der Reise erreicht. Ich stehe am Strand, die Sonne scheint, es ist relativ warm mit 13 Grad und nichts los hier. Letztes Jahr um die Zeit stand ich an der ligurischen Küste, dies Jahr in der Toskana. Man mag sich dann aber so langsam schon mal fragen, wo ich denn dann wohl nächstes Jahr stehe. Heute strecke ich hier nicht mehr die Füße ins Wasser, aber vielleicht ja morgen. Mal gucken. Jetzt laufe ich mit der Sonne im Rücken zurück zu den Kästen. Mal gucken, was noch so geht. Und ein Kasten sehe ich gerade, bewegt sich. Was ist denn da los? Ganz da hinten seht ihr es vielleicht. Katja hat sich irgendwie anders hingestellt. Besser ins Licht wohl. Ich weiß ja nicht, was Katja da macht, aber ich glaube, sie kriegt nasse Füße. Alles für einen guten Shot. Sehr schön. Uiuiuiui. Die doppelte Katja sogar. Einer fliegt hier Drohne ohne Ende. Thank you.
Willkommen aus Zottel, zurück vom Drohnenflug. Und das ist natürlich wieder die Frage, was essen wir? Das haben wir heute so geregelt. Katja macht eine Suppe, ich steuere eine Zucchini und Maultaschen bei. Und dann essen wir das irgendwo. Maultasche und Zucchini müssen aber noch rüber. Ein Co-Pilot schüttelt schon den Kopf, also ihr vielleicht? Ich sehe schon, ich muss es selber machen. Aber das Handy nehme ich mit, sonst wird hier wieder wild rum telefoniert. Kelle, Suppenschüssel, ab zu Katja in Clemens. Und das, was ihr da so im Hintergrund rumlärmen hört, das ist das Meer. Meeresrauschen vom Feinsten. Aber es ist frisch, deswegen gucken wir mal, ob wir reingelassen werden. Kommen Sie rein. Grüezi. Oh. Ach super, du hast einen Teller mitgebracht. Soll ich dir was abnehmen? Ein Problem. Wenn man alles in einer Hand hat und es dann loswerden will, ist das eine Herausforderung. Dankeschön. Mehr für mich? Lecker, Suppe. Juhu. Mit Maultechnik. Sieht das Luder denn aus? Heiß, dampfend. Genau das Richtige. Es ist recht frisch hier. Ich bin etwas enttäuscht von den italienischen Abendtemperaturen. Liebe Italiener, da solltet ihr nochmal über die Bücher und das ein bisschen wärmer halten. So 10 Grad nachts wäre schon cool, dann könnte man draußen sitzen. 5 ist ein bisschen wenig. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, steht Katja noch, aber das wollte ich nicht sagen, denn wir sitzen hier im Clemens mal wieder endlich. Ja. Denn den haben wir bisher irgendwie noch kaum genutzt, weil wir meistens, weiß auch nicht, draußen saßen oder warum auch immer. Und heute gibt's hier mal Abendessen. Ja dann. Ich glaube, auf den Rest brauchen wir nicht warten. Guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Der Feindkoch. Nee, Edu. Servus. Oh, wow, Edu. Du kannst gerne abnehmen. Öfter vorbeikommen. Ja, leck. Der Nachtisch. Suppe haben wir auch noch. Ui, Hammer. Der Nachtisch. Dann können wir uns nachher nach Haus rollen. Klappt das bei dir? Brauchst du Hilfe? Welcome to Clemens. Na, wir haben hier Duzi-Hilfe. Die vorbeigeschwebten Hotdogs stehen hier rum. Die werden nicht besser, indem sie da rumstehen. Ich nehme jetzt mal einen. Hat der keine Gurke oder sehe ich das? Ja, ich nehme die Gurke. Ist versteckt wegen Donner. Ist gut versteckt, weil Gurke mag ich. Also, das Luder sieht so aus. Und das schieben wir jetzt in eins rein. Du willst nicht hier in Clemens kleckern, ne? Okay. Nee, mal den, der hat dafür keinen Ketchup, guck mal. Jeder hat irgendwie eine Sache nicht. Da sind keine Gurken. Ich hab keinen Ketchup. Möchtest du eine Gurke haben? Aber Ketchup haben wir auch noch. Nein. Na, Dietmar muss ja noch mal über die Bücher irgendwie, glaube ich. So geht das ja nicht. Die sind so gut versteckt. Die siehst du gar nicht. Die schmeckst du auch nicht. Ich bin kurz davor, eine Gurke zu klauen. Aber nicht, solange das Video läuft. Hier sind 4, ne? Ich hab, ne, 3 habe ich. Hm, hier liegt nur eine unter. Ich hol dann die zweite Portion nachher. Lecker ist. Mhm. Bei mir ist auch. Die Suppe war auch top. Also wir leben heute, als wäre der letzte Tag des Jahres. Dabei ist ja morgen. Was soll dann morgen erst werden? Morgen werden wir hungern. Alle Restaurants zu oder ausgebucht. Mhm. Gar nicht so einfach. Hier, die zweite Charge. Kommt der Dietmar diesmal mit, oder? Ja, das ist okay. Diesmal sieht das gut aus, dass da auch überall Gurke dabei ist. Das kommt gut. Haha, der Chefkoch. Jetzt wird's aber eng, wa? Nö. Alles dein Platz. Clemens hat Platz ohne Ende für den 6-Meter-Kasten. Können hier locker 4 Leute hocken. Sitzig. Du bringst Granini und Wodka mit, oder? Nö. Die harten Sachen, die kommen ja später. Aha. Wasser. Wir haben noch einen Hotdog übrig. Der ist ja, für hau dich. Rein. Ich hab schon 4. Ja, doch, 14 Stück. 8 habt ihr verspeist, ich 4 und jetzt sind noch 2 da. Ja. Plus 14, die. Sind noch ein paar freilaufende Hunde hier.
Boah, wir sind alle ziemlich voll, oder? Ja. Gehotdockt. Direkt aus Clemens in Zottelsheck. Ah, oh, ist das schön. Wenn es mal nur so wäre. Es ist gerade noch eine Stunde Block geschrieben. Jetzt ist es 23 Uhr. Wir sind alle ziemlich kaputt gewesen, müde. Deswegen Tag früh zu Ende gegangen. Morgen geht's weiter. Und morgen könnte etwas passieren. Das gab es noch nie. Ja, oder es passiert auch nicht. Das wissen wir selber gerade noch nicht so genau. Wir hängen ein bisschen in der Luft. Aber wenn ihr es wissen wollt, dann schaut euch die nächste auch noch an. Könnte spannend werden. Ich mache jetzt die Augen zu. Die anderen drei pennen schon. Wünsche euch eine gute Nacht und wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst doch einen Daumen hoch da. Abonniert gern den Kanal. Checkt unsere Webseite aus für unseren Blog. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Gerne dürft ihr unseren Amazon-Partner-Link verwenden. Freuen wir uns immer drüber, wenn da ein bisschen Provision reinkommt. Ja, und sonst freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Vielen Dank und bis dann. Ciao zusammen. Wir haben übrigens... Wo ist eigentlich die Sonne? Da. Alter, wo ist denn der Rest vom Team, Gott verdammt? Ah, was ist los? Das ist jetzt eine schöne Kurve für eine Aufnahme gewesen. Und? Keiner hinter mir. Mann. Pro-Pilot, ne? Einmal mit Profis zusammenarbeiten. Ja, und dann filmst du hier so und eine latscht ins Bild. Italienerin beim Telefonieren. Kriegt von der Welt nichts mit.